herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 2. So, wir sind hier irgendwie auf so einer Kinderstation gewesen und ja, haben uns hunderte, ja, das ist übertrieben, aber es waren bestimmt 10, 15, aber es waren echt viele und wir haben Ölschaden genommen gehabt, haben es aber überlebt. Ich glaube, wir sind von hier gekommen, kann das sein? Naja, wir sind von hier gekommen, ich muss hier gar nicht lang. Und wir haben nicht viel Munition bei uns, weil ich viel weggelagert habe. Ich hoffe also, wir finden jetzt einiges, haben aber einige Schuss, also 10 hier drin, 5 hier drin und noch einen hiervon. Also sollte das hoffentlich ausreichen. Schauen wir mal. Wir haben ja immer noch unsere Stase, die gut abgegradet ist. Oh! Also es scheint hier irgendwie so eine Art Einkaufszentrum zu sein. Sein Lehrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Achtung! Hier spricht Direktor Titan. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Alle Bürger haben die Station zu räumen. Plünderer werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Erklären Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Mhm. Ausnahmezustand. Plündern tun wir sowieso nicht. Was haben wir hier? Titan Teil 2. Serie. Die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation. Die Eroberung eines Mondes Teil 2 von 2. Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützen, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihre bevorstehenden Ausrottung ins Auge zu sehen glaubte. Titans Abantum wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war, und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposten und, nach der Einführung der Shockpoint-Antriebe, auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Also, Textlogs sind immer ganz interessant. Was nervt ist, dass hier irgendwie ein Gedudel ist, dann irgendein Bum 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 und gleichzeitig der Sprecher mit dem Ausnahmezustand. Das nervt, alles gleichzeitig übers Ohr zu hören und dann noch laut seine Stimme vorzulesen. Also ja, hier ist irgendein Club. Keine Ahnung, was da drin abgeht. Also dieser Nolan soll seine Frau und sein Kind getötet haben, hieß es. So, und da sollen wir lang. Wir gucken nochmal, ob hier was in der Ecke ist. Da ist noch. Sehr gut. Und ein weiteres Textlog. Altmans Fußstapfen. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman oder Michael Olt. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earth Government Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche. Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben.
Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Pfad, auf dem Earth Government uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Oldman hat es vorhergesehen. Und wir sind gesegnet. War Oldman nicht der aus Teil 1? Ich weiß das gar nicht mehr, ist schon über ein Jahr her. Es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern. Die Konvergenz ist nah. Schauen wir mal. Müssen uns wieder durchhacken. Jo. Kleines Minispiel. Da ist das. Komm, haben nicht mehr viel Zeit da. Na, wer weiß, dann kommt da noch was raus. Ja, sieht gut aus. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Und wieder ein Textlog. Church of Unitology. Titanstation, Rekrutierungsbericht, Perry Gibbrow oder so ähnlich, Anwärtermitglied, Einzahlungsstatus voll eingezahlt. Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von Earth Government, oder heißen die einfach nur Earth Gov, ich habe keine Ahnung, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter der Churches auf Venus Waypoint und dem Heliopause Observer oder Heliopause, wenn es eigentlich wollen, was ich weiß nicht, Observer, werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzliche Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesen Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CSC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutierungsziele aus, sodass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Okay. Göttern diesen Marker. Bam! Oh! Ja, das war natürlich nicht so schlau. Obwohl. Haben wir direkt für Ruhe gesorgt. Oh! Eieieiei. Okay. Diese dreckigen Harpunenschüsse, die habe ich doch gar nicht. Naja. Hier gibt es ja noch mehr. Oder nicht? Also, es ist sehr spannend. Noch actionreicher als der erste. Auf jeden Fall geht es hier direkt los, wie als ob man Teil 1 am Ende wäre. Kommt es mir ein bisschen vor. So, was können wir hier machen? Ah, wir können da rein. Ja, nee, dann geh nochmal raus. Geht das? Muss ich drehen erst, okay. Ja, das ist ganz nett gemacht mit dem Rein- und Aussteigen. Das ist so ein bisschen so Chronicle of Riddick-like. Escape from Butcher Bay. So hieß es, glaube ich. Ja, genau. Vorgeschichte. Ja, wir wollen hier nichts auslassen. Aber ich glaube, da muss ich durch. Kann das sein? Ich muss da sowieso durch. Okay. Also Zielen scheint hier drin nicht zu gehen. Das habe ich gerade ausprobiert. Nicht, dass wir hier drin auch noch kämpfen müssen. Okay, lass uns mal ein bisschen Waffenstand kontrollieren. Wir haben 12 Zusatzschuss dafür und einen davon. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mit dem Pistol rumballern. Auch wenn die natürlich nicht so effektiv ist.
Du gefällst mir gar nicht. Nehme schon mal eine Spitze. Das Zeug sammeln wir gleich ein, aber ich guck gerade mal, ob hier ein paar Gegner. Was? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Ja, hab ich. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Ja, das hilft mir schon, aber ich wusste davon schon und du wirst derjenige wohl sein. Das wiederholt sich immer weiter. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Sammeln wir erstmal den Kram hier ein. Rick etwas verstärken. Ein paar mehr Trefferpunkte aushalten, da kommen wir eigentlich noch ganz gut klar mit. Chinese verstärken. Das ist zwar alles ganz nett, ich glaube viel wichtiger ist erstmal, dass wir die Stase erhöhen. Und zwar sollte die länger anhalten oder mehr Energie haben. Aufladung ist alles wichtig. Ich glaube, wir bewegen uns hier runter. Problem ist, ich muss einen Knoten behalten. Jetzt habe ich gleich irgendwo eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme und das wäre... Schauen wir mal. Energie haben wir auch keine mehr. Was haben wir denn hier alles? Irgendwas Wichtiges? Ja, hier abschalten. Vorher speichern wir besser mal. Wer weiß, was jetzt passiert. Gehen wir mal zurück. Falls du wieder leben solltest. Aua! Mistsack! Abfallpresse. Das erinnert mich an Star Wars. Episode 4. Oh, Prinzessin, welche betörende Duft haben sie entdeckt? Irgendwo Gegner. Ich sehe noch nichts, aber Medikit ist schon mal ganz gut. Das nutzen wir direkt mal.
Linker Stück starten und landen, okay. Kann ich mich direkt da hinten hinseppen? Anscheinend nicht. Also seppen wir uns mal dahin. Ah, nee, das ist anders. Im ersten Teil war das so gewesen, dass man so rüber springen muss von Wand zu Wand. Das ist hier anders. Interessant. Ich glaube, das gab es im ersten Teil nicht. Das ist mir neu. Okay. Ich glaube, ich muss da rein. Immer noch keine Gegner. Oh! Aber es hat mich nicht umgebracht. Wo muss ich denn hier hin? Ah, da. Oder auch nicht. Ich bin gerade irgendwo runter, oder? Ah. Richtig. Cassini Towers Infrastruktur. Okay, ich krieg schon wieder ein bisschen Schiss. Na? Wo seid ihr? Gottverdammten Necromorphs. Okay, ist klar, das sind die Energiezellen, die müssen wieder irgendwo reingesetzt werden. Ja, machen wir aber noch nicht. Schade, der Laden geht hier nicht. Wir wollen erstmal gucken, was hier drinnen ist. Wir haben extra den Knoten aufbewahrt. Kleines Medipack. Halbleiter Bronze. Ein bisschen Muni. Ja, das hat sich nicht gelohnt. 10.000 kostet so ein Knoten. Und im ersten Teil war es Zufall, was drin ist. Das heißt, hätte natürlich auch besser sein können. Geht jetzt auch wieder das da? Nee, schade. Aber grundsätzlich lohnt es sich immer eigentlich. Also diese Knoten einzusetzen für die Türen. Und da ist direkt noch ein neuer. Hervorragend. Sonst scheint hier nichts zu sein. Was ich ein bisschen vermisse, ist eine Karte. Eine Map.
Wir haben keine Map. In Teil 1 gab es so cool die Map, man konnte da so ein bisschen rumrennen. Das ist hier ein bisschen so linearer, ne? Das scheinen hier die Wohnbereiche zu sein, wenn ich das richtig sehe. Steht da was drüber? Nö. Aber wir machen hier mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.